Ich wäre übrigens wesentlich schneller in Hitman, wenn ich dich andauernd versuchen würde, irgendwie alle möglichen Substories zu erfahren, ne? Das wäre halt viel einfacher. Aber ich finde es ein bisschen der spannende Teil in Hitman tatsächlich zu versuchen, halt die unterschiedlichen Geschichten irgendwie auch nochmal irgendwie rauszukriegen. Also sich halt ein bisschen der ganzen Geschichte zu widmen. Jetzt habe ich schon. Ich bin eigentlich nochmal zu dem verdammten Turm und. Ich muss vor allem noch mit diesen anderen Typen reden. Ich muss mich, glaube ich, noch irgendwie als Security verkleiden. Ich weiß nicht, als welches Security. Ah, hier geht's hier rüber, genau. Diesen schweren Vorhängen. Man kann die Level auch mehrmals spielen, man spielt alle Varianten gleichzeitig. Ja, das Problem halt an die Levels mehrmals spielen ist, das habe ich ja nicht vor. Ach, scheiße. Hab ich irgendeine coole automatische Waffe bei? Nee. Ja, die haben aber auch schallgedämpfte Waffen, ne? Dass ich mich ihn gerade einmal in den Fuß geschossen habe, sollte er jetzt ja nicht mehr so schnell unterwegs sein, oder? Weil als Elitewache müsste ich doch eigentlich. Oh fuck. Er lebt ja immer noch. Eigentlich ist es nur ein Regenmantel, ne? Aber der sieht halt ominös aus, der Regenmantel. Oh, die haben so ein richtiges Sturmgewehr dabei, die Burschen hier. Räuber. Ich bin mir ziemlich sicher, dass die Typen sich selber nicht als Räuber sehen, oder? Da lang, Jungs! Da muss hier irgendwas. Ach, Mist. Ja, auf jeden Fall die Level immer mehrfach zu spielen, ist ja auch keine Lösung. Das ist. Verdammt, das hat nicht geklappt. Dabei war der Plan so gut. Und guck mal, Jungs, da vorne ist er irgendwo. Ja, nein. Also ich versuche es. Wir versuchen jetzt mal kurz seine Geheimnisse rauszukriegen. Ob das uns sowas bringt, glaube ich nicht. Warte mal, ich muss hier lang, da lang und dann hinter dem Vorhang. Genau, da ist der. Die private Audienz von der Konstante. Aber schön, dass er hier sein privates Gebäude hat, ne? Danach müssen wir uns halt noch mit dem Typen mit dem lustigen Kopf verkleiden. Das Verlangen wäre halt echt großes. Also die Typen hier könntest du eigentlich easy ausschalten, die beiden, die hier stehen. Aber guck mal, die drehen sich zwischenzeitlich den Rücken zu, beide. Und das ist halt tödlich, ne? Also so als Wache jetzt, meine ich. Wir könnten sogar von ganz unten ran klettern. Was bringt das eigentlich? Das muss ich mal kurz machen. Was bringt mir das eigentlich runter zu klettern? Was ist denn der Keller von dem Gebäude? Kenne ich den von vorher schon? Also an sich wäre es übrigens auch total sinnvoll, die Level so auszukundschaften, um halt die Pläne zu entwickeln, wie man das halt das. Ach, guck mal! Ach, hier komme ich da raus! Oh, ich habe mir da voll. Da wäre ich ja auch als Butler hochgekommen. Also beziehungsweise als Entertainer. Also irgendwie Ernst oder so als Anwärter nicht. Aber zumindest mit der roten Robe wäre ich ja auch hingekommen. Das ist ja hier unten. Ja, es wäre auf jeden Fall total praktisch, das auszukundschaften, wenn man das Spiel dann selber lösen möchte. Also, wenn man jetzt hier so sich so Taktiken angucken möchte, wie man das halt am besten macht, dann wäre das halt voll gut, ne? Dann wäre das natürlich irgendwie sinnig. Hui! War eigentlich so ein scheiß Sprung da, ne? Nie im Leben würde ich das machen. Das ist halt so ein behinderter Sprung da, das ist da hoch. Also, beziehungsweise da rüber. Da lang, Junge? Was? Achso, das ist. Schön, dass das Dreck es gibt. Ich habe gerade mein OBS, das andere Ding hier. Twitch, der Sport auf dem rechten Bildschirm. Das sehe ich jetzt tatsächlich mal, was denn Clip da eigentlich überhaupt ist. Dabei war meine Tarnung so gut. Ich weiß gar nicht, wie die mich erkannt haben. Also wirklich. Ich bin mir gerade so aufgefallen. Ich habe das. Ach, hier oben wäre ein Koffer gewesen, wo ich Sachen hätte verstecken können. Also für Geheimwaffen. Was haben wir hier eigentlich Schönes? Hier ist der komische. Ach, guck mal, hier ist die Kanone. Nee. Ach so, ein Gargoyle ist hier. Ich dachte kurz, wenn noch eine Kanone. Das kann ich hier oben noch gucken. Ich könnte seinen Drinks vergiften. Nee, hier ist Schwarzpulver. Also hiermit könnte ich jetzt auch die Kanone machen. Da gibt es ja auch ein Achievement für. Leute mit der Kanone erschießen. Jetzt, wo die Funktion da ist, nutze ich die auch mal. Die war doch nie weg. So, hier oben gibt es zwei Wachen, ne? Jetzt ist die Frage, muss ich die tatsächlich so weghauen oder kann ich den. Das Problem ist halt, ich habe halt Zeugen, wenn ich das mache. Obwohl, warte mal, nee, habe ich nicht.
Theoretisch habe ich jetzt ja nichts gerade versaut, oder? Ich habe ja nichts verändert, außer ich Schwarzpulver geklaut habe. Ich kann das also locker überspeichern. Was passiert, wenn ich jetzt den ersten Typen meine Kanonenkugel an den Kopf werfe? Der Kugel kommt jetzt bestimmt schon mehr raus, oder? Weil ich habe die hier von da geworfen, das war ein bisschen auffällig. Wenn sie rauskommen, ist es auch nicht schlecht. Aber gut, ich habe so wenig Orte, sich zu verstecken. Total unauffällig. Ja, ich glaube, die Butt-Taktik ist die beste. Das ist, bevor ich mich hier irgendwie rummühe, mache ich lieber die Butt-Taktik. Das ist, glaube ich, das Einfachste. Die Leute einfach im Butt bewusstlos werfen. Von draußen am besten, da kann mich keiner sehen. Das ist, glaube ich, das. Nee, das ist, bevor ich irgendwie versuche, hier mit irgendwelchen Ablegen was zu machen. Das ist auch viel einfacher, ne? Zack. Also, das will er mich, da kann er mich auch nicht im Spiegel sehen, oder? Wenn ich von draußen ihm das Ding in seinen Kopf werfe. Guck mal, das ist sogar die Wache, die es macht. Die andere müsste mich theoretisch. Na, lauf los. Ich weiß nicht, wie ich die scheiß Halskette klauen soll, ne? Na ja, gut, der sieht das doch. Die andere Wache müsste ja gleich aufmerksam drauf werden, oder? Das kann ich nicht so lange dauern. Ich sollte übrigens die Wache wegwerfen, nicht, dass ich mit dem Ding wieder rumrenne. Wache? Der steht aber auch in einem dummen Winkel, ne? Ach, guck mal, der. Ach, die hohen Wachen lehnen sich doch mal an. Ich dachte, die stehen die ganze Zeit heidi-teidi durch die in der Gegend rum. Gerade so auf, ich weiß gar nicht, ob die Konstante hier ab und zu mal hochkommt, weil oben lag zumindest das ganz schön viel Wasser. Was mir gerade so einfällt, die haben hier oben in diesem komischen Innerburg, in diesem Berg, haben die ein Waschbecken, ne? Das ist ja schon ziemlich groß, die hoch hier oben, ne? Muss ja noch bis hierher kommen. Dann muss ja alles hochgepumpt werden, das ganze Wasser und alles. Formation, was habe ich jetzt hier? Ja, das ist. Okay, also er hat ihn schon dasselbe auch. Lederbrieftasche? An der kann ich Sachen verbergen. Kann ich das Gegenstand verbergen? Haha! Ja, die Safe-Kombination habe ich da nicht, aber die droppt halt Janus, ne? Das ist halt. Quatsch, Janus. Die Konstante droppt das Ding halt. Das bringt mir ja irgendwie nichts, oder? Okay, ich die Safe-Kombination irgendwie anders rauskriegen. Was ist denn das hier noch? Oh. Yay, Kanonenkugeln. Oh, Fotos von Janus und der Konstanten. Die haben sich also gemocht. Ein eingerahmtes Foto von Janus und seinem Protégé, der neuen Konstanten. Das relativ neue Datum zeigt, wo das Janus noch lange Vorsitzender der Ark-Gesellschaft blieb, nachdem er sich von der Rolle als Spitzencontroller von Providence zurückgezogen hat. Sieht trotzdem wie jung aus. Na gut. Bringt mir halt nichts, ne? An die Safe-Kombination komme ich leider irgendwie nicht ran, sonst. Zigarrenkiste? Fällt das nicht so ein bisschen auf, wenn ich mit dieser scheiß Waffe durch die Gegend renne? Ich frage mich halt gerade wirklich, wie ich das rauskriegen soll, die Safe-Kombination, ohne die Mission schon bereits beendet zu haben, weil ich das halt hier irgendwie was mache. Denn dann habe ich ja die Fenster offen zu lassen bei den Temperaturen hier. Das ist doch bestimmt bitterlich kalt hier. Ich meine, egal welche Jahreszeit es ist, da muss hier einfach kalt sein. Ich habe die ganze Zeit meinen scheiß Koffer bei. Wie viele Waffen hast du schon einstecken? Drei. Die normale Pistole, die schallgedämpfte Pistole. Nennt man Abhärtung? Ja, bestimmt. Und halt jetzt die andere Knifte in den Aktenkoffer. So. Diese aufmerksamen Herrschaften sollten mich besser nicht sehen, wie ich hier rumkrieche.
ist eigentlich mein Aktenkoffer hin? Habe ich den jetzt, ist der jetzt einfach weg oder was? Ich hätte den bestimmt fallen lassen, oder? Also man kann mit dem Aktenkoffer in der Hand nicht rumklettern. Na, sind die dann aber auch. Ja, grüß dich, Abend. Guten Abend. Schön, was ihr will. Schön, dass ich immer bis dahin habe. So, zurück zu zur Operation Kunstdiebstahl, nachdem wir ja das andere Ding schon gemacht haben. Stehen Sie die Halskette. Ich würde vermuten, als Elitewache hätte ich eine Chance. Oder als Räuber würde ich zumindest bis rangelassen werden. Das heißt, wir verkleiden uns mal als Räuber. Das Problem ist, dass ich komme nicht wieder... Fehlende Schlüsselkarte. Verdammt, ich komme da gar nicht wieder rein, ne? Diese dumme Schlüsselkarte... Die lag doch da auf dem Boden. Wie kann ich diese scheiß Schlüsselkarte nicht haben? Hab ich die wirklich... Ich hab die eingesammelt, ne? Na egal. Wir kommen ja so, oder? Ach ja. Schön, dass hier mal alles offen ist. Ach, ich könnte hier sogar einen Kronleuchter als Mordwaffe benutzen. Ach, guck mal, hier liegt kein verdammtes... Hier liegt die Schlüssel gar nicht rum und ich hab die... Ich bin mir sicher, dass ich die eingesammelt habe. Betreten voll. So, das sind wir Räuber. Wer würde mich alles erkennen? Nicht so viele Leute eigentlich. Vielleicht so gut wie niemand. Aber ich ahne leider, dass ich für den Typen mit der Gesinnungsumänderung, die will ich ja auch noch befragen. Also ich weiß auch nicht, wie ihre Räuber aussehen. Sehr gut. So, die lassen mich hier bestimmt nicht hoch, oder? Als Räuber? Okay, gut. Die lassen mich nicht durch. So. Ist ja eigentlich ganz stylisch hier. Wo ist denn jetzt die scheiß Treppe nach unten? Hier? Hier. So. Das Titanprojekt. Die Space Colony, die wollen alle haben. So, war denn jetzt hier dieser. Wer war er? Konnte hier was? Zeitung? Die habe ich schon mal geplündert. Ich kann mich dunkel erinnern. Ich weiß ja nicht, was ist. Ach, guck mal, hier ist unser Chefarchäologe. Der bringt mir leider auch nicht so richtig. Findet ihr das eigentlich wirklich kleidsam, diesen Outfit den ganzen Tag rumzurennen? Gut, ich sehe ja nicht viele Outfits und wir müssen das verkleiden. So, jetzt sind wir hier. Es wäre ja passend, wenn ich jetzt Räuber die Halskette klaue. Alarm sensors. You'll need to disable the system to get at the necklace 47. Guck mal, die würden mich erkennen. Ah ja. Gibt's dafür ein Achievement als Dingens? Gibt es dafür ein Achievement als Räuber, die scheiß Kiste zu klauen? Ich bräuchte jetzt mal wieder ein bisschen C4 oder so, um die Leute abzulenken. Ich muss nämlich noch die Fabergé-Eier klauen. Und Leute dann bewusstlos werfen. Im Englischen heißen die Typen wahrscheinlich Raider. Ach, wie süß, das legt man Penny verkleinert, gut, wenn ich. Eine echte Sauerei. Jawohl. 6 Leute mit dem Fabergé-Ei umwerfen. Habe ich geschafft. Sehr schön. Das habe ich. Was? Also die Archive, die man hat, hat man ja, ne? Das war nämlich das Ding, was ich vorhin schon versucht habe, also beim letzten Mal versucht habe. Und das ging nicht, weil da unten nur 5 von diesen dummen Eiern, das sind übrigens keine Fabergé-Eier, die ist irgendwie anders, aber das, weil ich nur 5 von diesen Eiern hatte und nicht genug. Also ich muss mich sowieso als Nathaniel Blake verkleiden. Na gut, wenn ich das weiß, dann kann ich das ja auch gleich machen. Ich dachte, das ist, das ist nicht Pflicht. Okay, darf ich hoch. Gut. Wenn spielt auf 100%? Nein. Das ist halt bloß eine Riesenanlage hier. Da will man doch mal alles gemacht haben, oder nicht? Ich finde, das ist echt verlockend. Ach, hier ist der. Darf ich hier rein? Right. Hello, sir. Grüße. Ach, guck mal hier. Ich möchte kurz anmerken, wie all diese Leute mir den Rücken zudrehen. Quick save. Also sich als Räuber zu verkleiden, war auf jeden Fall die richtige Idee. Oh shit. Man, who did this? Wouldn't be you. Sir.
Sir. Shit. Oh, God, help! Man, don't scout through. Both targets down. Impressive work, Force. And now, to confront the constant. Mr. Gray, what's your status? I'm at the helicopter, but the place is crawling with security. 47, you better bring the constant to one of the boats in the harbor where it's quiet. You can use the kill switch to coerce. Someone help me! Ach, verdammt. Das Story-Mission verpasst. Arr. Da steht übrigens eine Kiste. Da war eine Kiste? Wirklich? Aber die konnte ich doch nicht befüllen. Also es wäre halt viel leichter gewesen, wenn ich eine Kiste gehabt hätte. Ich, halt wirklich, ich will die Typen auch nicht durchs Fenster schmeißen. Das ist doch keine befüllbare... Oh, da ist eine Kiste. Das macht das hier natürlich alles viel leichter, ne? Aber wo sind meine Kanonenkugeln? Da. Ich finde es übrigens schön, wie 47 diese Kanonenkugeln so wunderschön aus der Hüfte wirft, ne? Ist sie jetzt geflohen? Help me, damn it! Oh my God! What? Hey! Get your hand away from that now! Take it! Received and understood. Ich mag die Kanonenkugeln, die sind schon toll. Ja, ich habe mich umgezogen. Das war vielleicht ein bisschen auffällig. Also machen wir das noch zum dritten Mal. Ich bin trotzdem der Meinung, ich sollte das als Räuber machen, weil dann kann ich mich Raider auf the Lost Nexus werden. Das war nicht der Lost Ark, aber so. Ich habe nur eine Cowboy-Büste, das geht so nicht. Schmerzhaft aus? Eine Kanonenkugel gegen den Kopf zu kriegen? Das war, glaube ich, ihre persönliche Wache, die mich gesehen hat, ne? Aber schön, dass das hier von einem so ein Dings gesteuert wird. Ach so, er kommt zu mir. Guck doof. Ach so, dessen hat er mich immer gesehen, weil der da hinläuft denn. Mir ist trotzdem noch nicht so ganz klar, wie ich das Ding jetzt stehlen soll, ne? Weil ich würde ja Leute umbringen damit. Wenn ich jetzt das Alarmsystem einfach ausschalte, fällt das auf? Jetzt muss ich noch oder Nathaniel irgendwie darstellen. Der übrigens auch nicht mit Maske rumrennt, wenn mir gerade so auffällt. Das Problem ist halt, ich kann auch nicht mehr Leute bewusst schlagen. Ich kann. Aber kann ich die aus dem Fenster werfen unten? Nee, ich kann die nicht aus dem Fenster werfen unten, das auffällt. er hat sein. Aber die anderen Typen gucken ja doch nie hin hier, ne? Was mache ich mit Olle Blake? Der kommt ja bestimmt gleich hoch zu mir. Ohne Witz, wo ist er denn hin? Stehen sie die Halskette? Aber ich kann ja nicht einfach runterrennen, die scheiß Halskette greifen, oder? Das wäre ja zu einfach, wenn ich einfach runterlaufen könnte, um die Halskette zu greifen. Was, nicht mal ein Geist könnte in diesem Setup vorbeikommen? Das sehe ich ja nicht. Ja, grüß dich. Das Outfit passt übrigens 47 sehr gut rein. Diese Wache ist... Ich werde wohl mal einen meiner Münzen verschwenden müssen dafür. Ich habe sogar noch eine Andenkmarke. Somebody. Die
Die werden alle so ballistisch, wenn man da mal... Das kann ich mir überhaupt nicht erklären. Ich sollte mir vielleicht... Ich müsste die Leute irgendwie ablenken. Vielleicht mit den Kronleuchter? Hm.